Hier ist wieder Holger mit deinem Podcast Lass dich nicht abzocken. Finanzen, Lernen, Planen, Leben. Der Podcast von und mit Holger Nentwick. Heute mit einem super wichtigen Thema. Es geht nämlich um deine Altersversorgung. Möglicherweise bist du jung und sagst, ach, ich bin gerade Anfang 20, gehe gerade in den ersten Beruf, oder du bist so in der Mitte drin, hast schon ein bisschen was aufgebaut, entweder eine eigene Firma bist du gerade dabei aufzubauen, deine Selbstständigkeit, oder du hast schon den ersten Schritt der Karriere im Angestelltenverhältnis gemacht. Warum solltest du denn jetzt schon Sorgen darüber machen, wovon du später lebst? Warum? Natürlich solltest du das, weil deine Lebenserwartung wird ungefähr als Junge so um 82 bis 85 sein. Die Mädels werden immer ein paar Jahre älter von der Statistik her. Das heißt, wenn du in Rente gehst, die deutsche Rentenversicherung beispielsweise gibt ein Renteneintrittsalter von 67 vor, dann hast du noch statistisch gesehen um die 18 Jahre zu leben. Wovon lebst du dann? Also liegt es doch dann nahe, sich heute ganz intensiver um das Thema Altersversorgung zu kümmern. Und zwar um das Standbein, das dir vom Vaterstaat immer so schön als sehr sicheres, schönes Standbein angeboten wird, nämlich die deutsche Rentenversicherung. Solltest du selbstständig sein, dann bist du ja pflichtversichert in einem Versorgungswerk, wenn es das in deinem Beruf geben sollte, wie zum Beispiel als Steuerberater, als Arzt, als Zahnarzt, als Rechtsanwalt, Architekt und so weiter. Da gibt es spezielle Versorgungswerke, da müssen diese aufgezählten Personengruppen einzahlen. Und auch die sollten ihre Ohren spitzen, wenn du dazugehörst. Denn auch hier gilt das Nachfolgende, was ich dir hier sage. Deshalb habe ich den heutigen Podcast betitelt Hartz IV lässt grüßen oder was dir die deutsche Rentenversicherung bzw. ein Versorgungswerk verschweigt. Was natürlich cool ist, einmal im Jahr flattert Post in deinem Briefkasten. Du bekommst von der deutschen Rentenversicherung respektive deinem Versorgungswerk eine Mitteilung, wie hoch deine Ansprüche sind, wenn du in Rente gehen wirst. Viele lesen diese Zahl und sagen, ach prima, heften die ab, würdigen die keines weiteren Blickes mehr. Und ja, das machen sie von Jahr zu Jahr, von Jahr zu Jahr. Aber ich gebe dir jetzt den Hinweis, warum du dir das genau jedes Jahr anschauen solltest und vor allen Dingen gehen wir mal ins Detail, was schreibt die denn eigentlich? Du bekommst gesagt beispielsweise, wenn du jetzt einzahlst wie bisher, dann hast dein heutiger Anspruch, den du jetzt schon drin hast, ich habe mal so ein Durchschnittseinzahler genommen, der wird im Prinzip, wenn er jetzt um die 42 ist, wird er schon einen Rentenanspruch haben, der irgendwie bei 1.100 Euro monatlich liegt. Zahlt er weiter Beiträge ein, wie bisher in seinem Berufsleben, dann wird er mit 67 ungefähr eine monatliche Rente von 2.000 Euro avisiert bekommen. Naja, ist das viel oder wenig, 2.000 Euro? Schauen wir uns das doch mal an. Tja, aber der Vaterstaat gibt nichts für umsonst, wie das so schön heißt. Die 2.000 Euro müssen der Steuer angegeben werden. Du bleibst auch, wenn du in Rente gehst, ein guter Kunde, ich sag mal beim Amt für moderne Christenverfolgung, nämlich dem Finanzamt. Das heißt, der heute 42-jährige Angestellte, der in 25 Jahren in Rente geht, der muss ungefähr 160 Euro Steuern bezahlen. Und die Steuerlast wird sich jedes Jahr erhöhen. Das hängt mit so einer steuerlichen Geschichte zusammen, nennt das Kohortensystem. Der Versteuert möchte immer einen höheren Wert der Rente, die du bekommen wirst, in die Besteuerung mit reinnehmen. Das geht also schon mal von den 2.000 Euro ab. Du musst Steuern bezahlen, ist also kein Nettowert. Dann bist du krankenversicherungspflichtig. Du musst die Krankenversicherung natürlich auch im Alter weiterhin bezahlen. Der Arbeitgeberanteil ist weg. Das heißt, ungefähr 8% des Wertes, den du bekommst, sind auch wieder 160 Euro, müssen der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt werden. Bist du gar privat krankenversichert, dann ist es mehr. Vielleicht ein kleiner Hinweis, bei denen besser verdienen, die in die deutsche Rentenversicherung einzahlen, die sagen, ach, ich habe ja dann noch Vermietungs- und Verpachtungseinkünfte, die werden mit angerechnet nachher natürlich auf die Beiträge, je nachdem, welchen Status du hast, um die Krankenversicherung zu bezahlen. Und bei den privaten
wird natürlich die private Krankenversicherung, die auch immer von Jahr zu Jahr teurer und teurer wird. Da fragt sich manch einer, wie soll ich das im Alter noch alles bezahlen können, muss weiter bezahlt werden. Bleiben wir aber jetzt mal bei gesetzlich Krankenversicherten. 8% von der Rente sind anzusetzen, das heißt, da gehen wieder 160 Euro ab. Ja, aber das übrig bleibende Geld, das sind dann 1.680 in unserem Berechnungsbeispiel, ist das denn auch von der Kaufkraft 1.680 Euro wert? Was will ich damit sagen? 1.680 Euro heute sind in 25 Jahren, wenn unser Beispiel Mensch hier in Rente geht, nicht von der Kaufkraft 1.680 Euro. Will heißen, du bekommst für dieses Geld nicht mehr die gleichen Leistungen bezahlt. Wenn heute eine Tasse Kaffee beispielsweise 2,50 Euro kostet, dann wird in 25 Jahren sehr wahrscheinlich das Doppelte kosten oder du bekommst fürs gleiche Geld nur noch eine halbe Tasse Kaffee. Das ist Inflation einfach erklärt. Also machen wir eine sogenannte Abzinsungsrechnung. Wir setzen eine Inflation an von nur 2%. Das bedeutet, in 25 Jahren kannst du nur noch im Wert von 1.024 Euro Waren kaufen. 1.024 Euro ist die Kaufkraft von heute 1.680 Euro. Du siehst, auf gut Deutsch gesagt, das Geld wird immer weniger wert. Und mit 1.024 Euro, derjenige, der das hat, willkommen im Club der Hartz-IV-Empfänger. Weil ein Hartz-IV-Empfänger heute bekommt eine sogenannte Regelleistung, Mietzuschuss und Heizkosten, der bekommt heute 1.091 Euro. Boah, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da arbeitet einer ein Leben lang, geht mit 67 in Rente, bekommt 2.000 Rente brutto ausgezahlt und es bleiben nach Ausgaben von Steuern und Krankenversicherung und Inflation, die wir angesetzt haben, ungefähr 1.024 Euro übrig. Einer, der heute Hartz-IV-Empfänger ist, der bekommt 1.091 Euro. Ein Schelm, wer da sagt, Arbeit lohnt sich nicht. Da kann man wirklich auf den Gedanken kommen. Das ist natürlich das klare Botschaft. 2.000 Euro Rente sind von der Kaufkraft letztendlich gesehen nur noch die Hälfte wert. Und davon musst du jetzt Miete zahlen oder Zinsen natürlich für das Haus, andere Versicherungen bezahlen, Essen, Trinken, Urlaub und so weiter. Tja, das können die meisten von dem Geld überhaupt nicht. Also eins ist doch klar, ohne weitere Altersvorsorge geht es überhaupt nicht. Du siehst, wie wichtig es ist, sich erstens den Kontoauszug der Deutschen Rentenversicherung oder auch vom Versorgungswerk anzuschauen und überlegen, wie kann ich das Ganze aufbessern. Vielleicht noch ein Satz zu einem Bereich der Versorgungswerke, weil viele Ärzte, Zahnärzte und Steuerberater sagen, ach, eigentlich bin ich ja gut aufgestellt, was ich einzahle, sind die Ansprüche meistens so 3.500 bis 4.000 Euro. Erstens zahlen die mehr ein, die müssen natürlich auch von diesen 3.500 bis 4.000 Euro Abzüge machen und was natürlich hinzukommt bei diesen Versorgungswerken, die haben das gleiche Problem, das demografische Problem wie die gesetzliche Rentenversicherung. Menschen werden immer älter, das heißt, die Rente muss immer länger bezahlt werden. Schau dir da mal deinen Versorgungsauszug an, du bekommst über eine deutsche Rentenversicherung für jedes eingezahlte Geld bekommst du Entgeltpunkte. Und interessanterweise bekommst du für die gleiche Beitragszahlung, das Geld, was du einzahlst, weniger Versorgungspunkte auf deinem Versorgungskonto gutgeschrieben. Weißt du, was das heißt? Tja, das ist nichts anderes als eine Rentenkürzung. Warum bekommst du weniger gut geschrieben? Weil diese ganzen Systeme, Versorgungssysteme, ein Problem haben. Die haben das Problem der niedrigen Verzinsung, die wir momentan haben. Das heißt, die verdienen nicht mehr die Rendite, die sie in der Vergangenheit verdient haben, um ihre Versprechung auszufinanzieren. Das geht jetzt auf die Versorgungswerke. Die Deutsche Rentenversicherung ist ein sogenanntes Umlagesystem.
Was bedeutet das jetzt schon wieder? Das Geld, was eingezahlt wird, wird sofort wieder ausgezahlt. Da werden keine Kapitalanlagen vom Vaterstaat mitgemacht. Davon abgesehen ist es so ganz gut, weil was der Vaterstaat anlegt, geht meistens in die Hose. So meine Erfahrungen. Wenn er versucht, im Prinzip selbst Kapitalanleger zu spielen, ist der Vaterstaat sehr, sehr, sehr schlecht und macht noch sehr, sehr viel Mist obendrauf. Aber es ist ein Deckungsverfahren, die deutsche Rentenversicherung. Dann haben wir das Problem, die Menschen werden immer älter. Bedeutet, weil die Menschen immer älter werden, müssen immer länger Rente bezahlt werden. Das ist das zweite Thema. Dann haben wir das Thema, was die Versorgungswerke angeht. Nehmen wir mal als Beispiel Ärzte und Zahnärzte. Mittlerweile sind 80% der Studierenden bei Zahnärzten als Beispiel weiblich. Da Männer keine Kinder kriegen können, bedeutet weiblich sein, dass Frauen zwar in eine Arztpraxis, eine Zahnarztpraxis gehen können, aber auch natürlich eine Familie mit aufbauen. Das heißt, Kinder kriegen, vielleicht auch nicht Fulltime arbeiten, sondern nur 2/3 oder 50% arbeiten. Heißt, in irgendwelchen Gemeinschaftspraxen arbeiten mit mehreren Partnern zusammen, wo die Arbeitszeiten nicht nur 60 oder 80 Stunden Woche entsprechen. Das heißt, der Verdienst ist geringer und die Bemessungsgrundlage ist damit geringer, um hier geltendes Versorgungswerk einzubezahlen. Also auch dadurch fließen den Kassen, dem Versorgungswerk weniger Geld zu, was dann bedeutet, die Renten werden weniger werden. Also auch hier insgesamt wieder, du musst hingehen und dir eine zusätzliche Altersversorgung aufbauen. Und jetzt reden wir aber über das Thema Risiko. Risiko ist das Geld, erstens das nicht zu machen. Das zweitgrößte Risiko ist es, das Geld auf dem Bankkonto liegen zu lassen, weil da bekommst du keine Zinsen oder irgendwelche Rentenpapiere mit einem spannenden Rentenzins von 1-2% zu holen oder eine deutsche Lebensversicherung, die vielleicht 1% Rendite macht, zu kaufen. Dadurch zu glauben, hey, damit habe ich meine Alterssorgen ausfinanziert. Nein, du musst in andere Kapitalanlagenformen reingehen, sprich in Unternehmensbeteiligung, in Vermietungs- und Pachtungsobjekten, in Gold, Silber, seltene Erden und so weiter, um ein paar Schlagworte zu benennen. Aus deiner Sicht möglicherweise die Sachen, die mit viel, viel, viel Risiko verbunden sind. Aber wenn man das auf lange Zeit sieht, sind das Anlagen, die natürlich kurzfristig sehr volatil sein können. Sprich, die können schon in schlechten Zeiten 10-15% nach unten gehen. Hamburg in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass man damit lang anhaltend schon Geld verdienen kann. Und auch hier wieder der Tipp, wer streut, kriegt Freud oder lege nicht alle Eier in einen Korb. Das heißt, hier muss eine clevere Strategie besprochen werden, wie ich mir ein hart verdientes Geld so anlege, dass auch mal, wenn was nicht klappt in der Anlage des Geldes, die anderen Anlagebeine, die ich aufgebaut habe, so viel Rendite erwirtschaften, dass meine Altersversorgung erheblich in einem guten Bereich aufgebessert wird. So, ich hoffe, ich habe dir die eine oder andere Anregung geben können und du wirst deine Versorgungsauszüge von der Deutschen Rentenversicherung und oder deines Versorgungswerkes mit ganz anderen Augen jetzt sehen und wirst dir Gedanken darüber machen, ist das, was ich darüber hinaus schon an Kapitalanlagen, an Sparverträgen etc. gemacht habe, richtig, sinnvoll und auch renditeträchtig oder muss ich hier meine Strategie ändern? Und denk immer dran, je früher du das machst, umso mehr Zeit hast du hier noch, Altersversorgung aufzubauen. In dem Sinne, ich hoffe, ich habe dir den einen oder anderen Tipp gegeben. Wenn dir das Ganze gefallen hat, geh doch bitte hin, gebe eine gute Bewertung auf iTunes und eine gute Rezension und empfehle diesen Podcast auch Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen und so weiter, damit auch die die Möglichkeit haben, im Bereich Finanzen den einen oder anderen Tipp, den sie noch nicht kennen, zu bekommen. In dem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, dein Holger.